Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Multiplayer, auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Wien nach Graz. Wir fahren heute leer rum. Und ja, da starten wir jetzt durch. Heute gibt es ein bisschen was, ja, wo ich euch zeige. Genau. Und ja, wir fahren natürlich wieder nach STVO. Und ja, da fange ich direkt an. Also von LS gibt es jetzt erstmal nichts Neues. Das zu LS. ETS gibt es jetzt schon einiges Neues. Oder was heißt Neues? Einiges, wo ich gerne sagen möchte. Und zwar bin ich jetzt schon ein bisschen in Österreich rumgefahren, wie man sieht. Linz war ich, Salzburg war ich, Klagenfurt am Wörthersee, Innsbruck, jetzt Wien, Graz war ich schon. Und ich muss sagen, Österreich gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, wirklich, ETS hat Österreich sehr gut umgesetzt. Macht auf jeden Fall Spaß, in Österreich rumzufahren jetzt. Es gibt auch eine Route in Österreich, wo ziemlich viel los ist. Das ist da jetzt, wo man, wenn man auf der Karte schaut, Innsbruck. Die gelbe Linie nach Klagenfurt, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß jetzt, also links Klagenfurt, links hoch dann so. Nicht nach Salzburg hoch, sondern das links daneben halt eben. Von Innsbruck einfach halt. Da die gelbe Route, wo ich jetzt schon gefahren bin, da ist ziemlich viel immer los. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das zudem. Ansonsten hat ja Truckers MP auch noch was rausgebracht. Das schauen wir uns jetzt auch an. Und zwar brauchen wir dazu das, den Job Dispatcher, wenn wir jetzt in Österreich starten. Bei Stokes ist jetzt mal egal, wo man startet. Dann haben's Display Map. Dann sieht man wirklich genau Stokes. Da startet man dann. Finde ich mega geil. Genauso, wenn man in Spanien jetzt einfach mal, sieht man auch in Spanien, da ist genau die Firma. Man sieht genau, wo man hinfahren muss. Ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Geh mal weg wieder. Genau. Und ja, da ganz normal, was man fahren will. Wenn man den eigenen Auflieger nehmen will, dann einfach use den eigenen Trailer. dann wird das auch, gibt es die Möglichkeit nicht mehr und dann wird halt alles, ich habe jetzt einen gekühlten Hänger, glaube ich, dran. Dann gibt es halt alle Sachen, wo man mit einem gekühlten Hänger fahren kann. Oder man sagt halt, man will trotzdem noch mit einem anderen Hänger fahren. Kann man natürlich auch noch. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, man kann jetzt andere LKWs auch anklicken, dass man die praktisch direkt hat. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn irgendwer entgegenkommt am besten. Kann ich euch das zeigen. Ja, nach Graz, ich denke, ich hoffe mal, da kommt jetzt noch irgendwer. Einfach mal kurz abwarten, dann zeige ich euch auch. Genau, und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und unter der Woche versuche ich auch immer einmal live zu sein. Genau. Dann fahren wir mal rechts rüber. Aber so wie es gerade ausschaut, irgendwie ist gerade wenig los. Der Server ist ziemlich voll. Aber hier auf der Strecke jetzt ziemlich wenig los. Ja, Österreich ist ja auch... Ah, da kommen wir. Das gefällt mir doch. Österreich ist ja ziemlich viel. Wenn man jetzt so macht und so den anklickt... Ich habe den jetzt angeklickt.
Dann habe ich den direkt da oben im Tab. Machen wir nochmal. Den klicken wir an. Ja, haben wir auch. Und dann ist er da. Wir müssen einmal hier rechts runter. Huch. Genau. Das finde ich auch mega geil. Man muss dann jetzt nicht mehr in der Liste übelst lang suchen. Rechts halten. Zum Beispiel, wenn einer irgendeinen Fehler begangen hat und man will den reporten und der steht noch neben einem, klickt man den an. Und dann hat man den schon. Oder wenn man zum Beispiel Job Dispatcher den gleichen Job annehmen will, klickt man auf den und dann hat man den auch. Finde ich mega. Gefällt mir auch sehr gut. Wir sind heile angekommen. Genau, aber am besten gefällt mir das, dass man halt wirklich jetzt seinen eigenen Auflieger nehmen kann für die Aufträge. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute? Wir sehen uns dann ja am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Bis dahin. Ciao.